Costa Rica. Ich habe vor vielen Jahren das Abitur gemacht, mit 17 Jahren. G8 lässt grüßen. Jetzt geht's bald los und zwar nach Mittelamerika. Dann hatte ich ja jetzt noch Abiball. Der war irgendwie nicht so hammergut, weil ich meine Dreads auskämme. Vielleicht mache ich es ja auch so als Überraschung und kämme sie mir in Mittelamerika auf. Mit ein paar Freunden, die ich dann noch finden muss. Und ich konnte gar nicht erwarten, endlich reisen zu gehen. Alleine reisen. Beziehungsweise, so wie ganz viele, vor allem Mädchen meiner Generation, fand ich die Idee super toll, einfach mal für ein paar Monate in einem zweite, dritte Weltland den Leuten zu zeigen, wie der Hase denn läuft. So sage ich es heute. Damals wurde einem das vor allem durch die größten Agenturen, die es auf dem Markt gibt, ganz anders verkauft. Volontärarbeit, Freiwilligenarbeit. Hey, sammel doch mal ein paar Schildkröten auf am Strand. Zeig den Kindern in Westafrika doch mal, wie man wirklich Englisch spricht. Klar, die Intentionen sind alle gut, aber schlussendlich bringt diese Arbeit nicht wirklich viel und das meiste Geld landet nicht bei den Familien vor Ort oder bei den Organisationen vor Ort, sondern bei den reichen Partnern in Deutschland. Natürlich gibt es auch viele Organisationen, die nicht so sind, meistens von der Bundesregierung oder ähnliches. Ich will jetzt nicht über alle urteilen, ich sage nur, viele, viele junge Menschen schmeißen diesen Leuten ihr Geld in den Rachen. Und ich rede da von mehreren tausend Euro. Schildkröten retten auf Bali. Englisch unterrichten oder mit Waisenkindern spielen. Wer heutzutage in die Welt hinauszieht, will sie gleichzeitig auch ein wenig besser machen. Ja, und ich war eine davon, habe es aber damals nicht gewusst. Ich fand's toll, dass ich einen potenziellen Ansprechpartner und ein neues T-Shirt habe mit dem Logo drauf. Das sieht wahrscheinlich nicht aus wie sonst. Und es liegt daran, dass ich in Guatemala bin. Ich habe mir die Gastfamilie ganz anders vorgestellt. Das sind professionelle Gastfamilien. Jede Nacht außer Montags Ladies Night und man kriegt alles irgendwie viel billiger. Die Schule ist klasse. Also eigentlich ist es gerade richtig geil. Und war ganz wild darauf, ins Ausland zu fliegen. Ich war 3 Wochen 18 und schon ging's los. Es war sehr tränenreich. Oh, man muss sagen, ich war Hals über Kopf verliebt und das war schon nicht so einfach, ey. Aber die Abenteuerlust und das Fernweh überwiegte. Ja, los ging's, ne? Ich war erst in Guatemala und dann für mehrere Monate in Costa Rica. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig abgeschlossen. Dass es Herbst ist und es ist so wunderschön bunt hier. Das, was ich von dieser Reise mitnehme, ist vor allem meine langjährige und gute Freundin Isabel, die ich dort kennengelernt habe. Wir nennen uns auch gerne Leidensgenossinnen, weil wir schlussendlich beide nicht so eine gute Zeit hatten. So, das als kleiner Exkurs. Als ich damals, jung und 17, im Katalog dieser Agentur geblättert habe, dachte ich mir, absolut keine Ahnung, wo ich hin will. Hauptsache, die Leute sprechen Spanisch, weil ich habe ja seit der 10. Klasse Spanisch, zwar mit einer schlechten 4, aber was soll's. Costa Rica, keine Ahnung, wo das ist, aber ich habe mal irgendwo gehört, dass dort die glücklichsten Menschen der Welt leben. Da fahre ich hin. Wo genau das jetzt war, habe ich später rausgefunden. Ich habe in Costa Rica dann in einer Schule gearbeitet, für Menschen mit Behinderung. Welche Erfahrungen ich dort gemacht habe, habe ich in einer anderen Episode erwähnt. Und die Eindrücke, die ich dort gesammelt habe, haben mich auch in meinen folgenden Jahren wirklich negativ geprägt. Ich bin froh, dass ich jetzt nochmal andere eigene Lebenserfahrungen sammeln konnte, um meine Einstellung zu ändern. Die haben ja echt nur die kaputten Teile. Also ein bisschen mehr habe ich gesagt, soll ich abschneiden. Um das Ganze jetzt nochmal runterzubrechen, meine Costa Rica-Reise endete damals ganz anders als geplant in einem verliebten Roadtrip mit meinem damaligen Herzblatt durch Amerika, sondern es endete damit, dass ich weinend und Oreo essend in einem Jeep saß und meine herzensgute Mama sich spontan Flug gebucht hat, um mit mir noch einen 2 Wochen Roadtrip durch Costa Rica zu machen, wofür ich ihr heute noch dankbar bin, weil es mir damals wirklich, wirklich schlecht ging. Ich bin schlussendlich an Valentinstag 2015 weinend nach Hause geflogen, alleine. Ich hoffe, deswegen kann man verstehen, warum ich dieses Land nicht unbedingt positiv abgespeichert habe. Es liegt nicht an den Menschen, es liegt nicht am Essen, es liegt einzig und allein an meinem gebrochenen Teenie-Herzen. So, und, hätt's gedacht, Karma, eine Freundin, die ich Jahre später kennengelernt habe, verliebt sich in einen Costa Ricaner. Witzigerweise haben wir uns im Studium kennengelernt, weil ich gehört habe, dass sie am Tisch neben mir über das Dorf redet, in dem ich mit 18 war. Und dann habe ich mich eingeknickt und finde raus, sie macht ihr Auslandssemester genau in diesem Dorf, in dieser Stadt, wo ich damals war. Wir verstehen uns total gut und ein paar Wochen später fliegt sie hin, verliebt sich dort in einen super tollen Costa Ricaner oder Tico, wie man
wie wir Profis das nennen. Und nach Jahren der Fernbeziehung, die wirklich anstrengend ist, wir haben ja auch eine Zeit zusammen gewohnt, das ist echt eine Strapaze, wenn man in verschiedenen Zeitzonen lebt. Naja, dann ist sie nach dem Studium nach Costa Rica gegangen und hat dann dort als umweltliebende, soziale, studierte und fremdsprachenbegabte Frau angefangen, in einem Öko-Reisebüro zu arbeiten. Und natürlich das Latina-Leben zu leben. Denn sie ist zwar eine geborene Fränkin, aber im Herzen ist sie eine Latina. Zwischen Mexiko und Costa Rica liegt nicht so viel Distanz. Also war die frisch gebräute und neugeborene Surfer Leo sowas von bereit, die beiden zu besuchen und das Land nochmal aus erwachseneren Augen zu sehen. Die beiden haben mich dann abgeholt und dann ging es direkt los. Der Infrastruktur ist noch so besser. Alter, das sieht ganz anders aus. Wieso? Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe dich noch nie so blond gesehen. Fast wie eine Strava in Würzig. Wir sind dann direkt in die Stadt gefahren, in der ich als Teenie gewohnt habe. Und das war ein ganz, ganz seltsames Gefühl, durch die Straßen zu laufen und zu wissen, hier war ich schon mal. Vor langer, langer Zeit. Als ich im Vergleich zu heute noch ein sehr unbeschriebenes Blatt war, wobei ich glaube ich mittlerweile auch nur so Notizzettel bin, im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich noch kommt. Ganz gemischte Gefühle, muss ich wirklich sagen. Die intellektuelle Frau liest. Wir konnten dann bei alten Bekannten von ihr wohnen, was auch toll war, weil dadurch, habe ich ja schon mal erwähnt, wenn man Verbindung hat zu Einheimischen, lernst du natürlich das Land wieder anders kennen. Und du weißt, was die Probleme sind, die den Alltag bei denen beeinflussen, wie die Politik gerade ist. So viele Sachen, die man nicht erfährt, wenn man nur im All-Inclusive-Hotel rumläuft. Ne? Von da aus wollten sie mir dann direkt einen ganz tollen Regenwald zeigen. Oh, ich bin sehr dankbar, dass ihr das mit mir macht. Ey, es ist super. Obvio, Leo, natürlich. Und ich wusste nicht mehr, wo ich damals überall war. Also Namen habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und wir fahren dahin und ich merke direkt, hier warst du schon mal. Das macht das Ganze aber nicht weniger schön. Es war nur immer wieder lustig, als wir dann zum Beispiel auf einer Bank gesessen haben und ich gemerkt habe, hier saß ich schon mal. Und ich war mit Franzosen hier. Und ich hatte diese roten Schuhe an. Solche Gedanken kamen mir dann. Es ist so schön. ¿Qué? No mientes. No. No. Meine Augenbrauen sind so weiß und mein Gesicht so rot. Ja. Rosa Pool, eiskalt. Das ist voll kalt. Mega. Da, war drin. Danke, Fabian. Wo ist er denn? Da, ist er weggeflogen. Ja. Und wie oft denke ich mir, wow, Karma. Auf dem Rückweg mussten wir laufen und konnten kein Taxi nehmen. Also hatten wir die geniale Idee, wir trampen jetzt. Also Finger raus und der nächste Jeep, der auf dieser verlassenen Straße runtergerast kam, war JP. JP war ein außerordentlich großer, kräftig gebauter Costa Ricaner, der super gut Englisch sprach und ein Auto hatte, was ihn schon mal als coolen Typen qualifizierte. Also sind wir direkt reingehopst und es stellte sich heraus, dass es echt ein super Kerl war. Hauptberuflich Architekt und steinreich, nebenberuflich Schamane und Wunderölexperte. Der Typ fand mich ziemlich gut, das habe ich schon gemerkt. Naja, ich fand ihn auch ziemlich gut, weil er hatte ein Auto und ich musste nicht Kilometer bis zum nächsten Bus laufen. Nein, aber er war auch total nett und ich habe ihm gerne zugehört. Wir haben uns dann ordentlich am Kiosk mit Süßigkeiten und Bier eingedeckt und sind mit ihm dann noch den ganzen Weg zurückgefahren. Und viele Tage später haben wir uns dann für einen ganzen Wochenendausflug verabredet. Bis dahin sollte aber noch einiges passieren. Das erste Wochenende ist vorbei. Bella muss wieder zur Arbeit. Aber Fabian und ich sind bei den beiden in der Wohnung. Schöne Wohnung übrigens. Das Blöde ist nur, da merkt man dann doch wieder, dass man sich nicht in einem Erste-Weltland oder in einem 5-Sterne-Hotel befindet. Das Wasser geht nicht mehr. Und im Nachhinein habe ich noch nie erlebt, dass das Wasser nicht geht. Das Wasser geht immer. Und wenn man einige Tage kein Wasser hat, dann merkt man erstmal, wofür man alles Wasser braucht. Vor allem, um aufs Klo zu gehen. Und ich oute mich jetzt hier mal, auch wenn ich viel reise, ne, als absoluter Heimscheißer. Und das war echt schwer. Da mussten Fabian und ich nach dem morgendlichen Kaffee nämlich erstmal einen schönen Spaziergang Richtung Marktplatz machen, denn da gab es öffentliche Toiletten. Dann haben wir uns unsere Gallone Wasser noch eben abgefüllt am öffentlichen Waschbecken und sind mit unserem Kanister nach Hause gelaufen. Spaß
hat das jetzt nicht gemacht. Abspülen ist auch schwierig, Hände waschen ist auch schwer, Zähne putzen, duschen, kochen, Wasser trinken, da hängt wirklich viel dran. Has it gone already? Yeah, sorry. Okay. I didn't know. Ja, okay, prekäre Aquasituation, wir haben kein Wasser mehr. 6 Liter für one shit. Ja, actually one shit and seven piece. Actually, that's very echo. Ja. Und was macht man, wenn man kein Wasser und nicht viel zu tun hat? Richtig. Man bechert sich den guten Tequila aus Mexiko rein. Ey, davor habe ich nie Tequila getrunken. Furchtbar ekliges Zeug. Aber seitdem ich wirklich teuren, guten, hochwertigen Tequila getrunken habe, das Zeug ist der Wahnsinn, wirklich. Das kann man trinken wie Wasser. Nur, dass es eben leckeres, goldenes Wasser ist. Wir haben jetzt seit 2,5 Tagen kein Wasser mehr. Eine Live-Dokumentation. Fettige Haare und Coronavirus. Da es kein Wasser mehr gibt, müssen wir Tequila trinken. Tequila tinken. Wir brauchen mehr Tequila. Amor, mega. Abendessen. Irgendwann in der Zukunft werden wir uns das angucken und sagen, boah, war das verrückt und lustig. Und jetzt sehen wir so, boah, ich bin richtig. Wegen Corona immer schon die Hände erst desinfizieren. Me cago en el aire, man. Usted no entienda, man. Schon wieder groß. Nein. Er kackt auf das Wasserversorgungsamt hier. Ein Prosit. Tropft da was? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Es ist zurück! Schnell, auffangen. Boah, das Wasser gehört im Bad? Ich glaube schon. Darauf erstmal einen Schluck Tequila. Yay! Aufs Kacken! Bella musste, wie gesagt, unter der Woche arbeiten. Und Fabian und ich haben uns eine schöne Zeit gemacht. Der hat mir dann die versteckten Hotspots der Gegend gezeigt und immer sehr lecker gekocht. Hey Fabian! Baba! Ja. Abajo de la yuca. Dann kam das Wochenende und der nächste Ausflug stand vor der Tür. Wir drei inklusive JP. Bella und ich sind vorgefahren und Fabian und JP sind nachgekommen mit dem neuen fetten Auto, was er sich gekauft hat. Corona war zu dem Zeitpunkt langsam ein Thema, aber noch längst nicht so intensiv wie zu Hause. Tag für Tag kamen mehr Informationen. Aber man muss wissen, das war alles zeitversetzt. Den Ort, den wir hier besucht haben, den kannte ich auch schon. Als wir durch den Ort gelaufen sind, wusste ich, hier warst du schon mit Mama. Nur vor lauter Tränen hast du nicht viel gesehen. Deswegen war dieser Besuch aber zu 110% besser als damals. Und ich konnte die Schönheit des Ortes viel mehr genießen. Das war ein richtig guter Ausflug. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Tomate und Kaki. Eine Strandeule. Ja, keine Ahnung. Die ist ja aber total. Ah, und da oben ist irgendwo die Mutter, ha? Can I borrow it? Yeah, of course. But I don't think you can learn anything anymore. How to roll the perfect joint. The story of my life. Auf genau diesem Ausflug am letzten Tag rief mich Mama im Videocall vorm Frühstück an und ihre panikerfüllten Augen sahen mich an und ihr panikerfüllter Mund schrie mich wortwörtlich an vor dem ersten Kaffee: Leo, komm sofort nach Hause, die Luft brennt, Corona. Und ich erstmal: Mama, pura vida, entspann dich, das ist alles halb so wild. Ich komme sowas von nicht früher nach Hause. Ich mache alles wie geplant. Naja, Pustekuchen. Als ich dann am nächsten Tag meinen Flugstatus überprüft habe, da ging mir der Arsch ganz schön auf Grundeis. Da sah die Sache dann anders aus. Und fortan hing ich an den Lippen von Angela Merkel und Heiko Maas. Durch Bella, die auch in der Reisebranche gearbeitet hat, ich spule mal ein paar Monate vor, sie hat natürlich ihren Job verloren und genießt ihre Corona-Ferien jetzt wieder hier in Franken. Das Ganze nahm größere Ausmaße an und ich stand schon auf der Rückholliste vom Auswärtigen Amt.
nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben. Die letzten Tage da noch zu genießen, war gar nicht mal so einfach. Auch wenn viele von zu Hause gesagt haben, hey, genieß doch deine Zeit. Aber so einfach war das gar nicht. Also, heute ist der 16.3. Alle drehen komplett am Rad. Und ich muss sowieso noch mal eben einkaufen. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie und ob ich nach Hause komme in 3 Tagen. Aber ich wollte einfach mal schauen, wie die Situation hier in den Supermärkten ist, weil die Leute an sich drehen nicht so am Rad wie zu Hause. Ein paar Sachen sind geschlossen. Es ist alles gerade noch sehr unsicher, ob ich meinen Rückflug nach Hause nehmen kann, weil da dauernd irgendwas gecancelt wird. Und ich kriege auch noch Nachrichten von wegen, genieß doch deine Zeit am Strand. Und an sich würde ich das easy unterschreiben. Quarantäne am Strand ist und in der Wärme ist sehr viel cooler als zu Hause. Da werden sehr viele Punkte außer Acht gelassen. Denn hier wird es wahrscheinlich in 2 Wochen genau wie zu Hause. Und ich fühle mich auch sicher, das ist ja nicht das Ding. Ich habe das Glück, ich habe hier Freunde. Ich sitze hier nicht irgendwie und sitze bald vor geschlossenen Hostel- oder Hoteltüren, weil das ist auch Fakt. Das wird hier auch bald alles geschlossen. Und dann bist du halt am Arsch. Mich begleitet die ganze Zeit ein ganz neues Gefühl, denn normalerweise, ich reise ja viel, aber man hat immer im Hinterkopf als Reisender, als Deutscher, ich kann immer nach Hause kommen. Egal wie, ist es immer möglich, irgendwie morgen im Flieger nach Hause zu sitzen. Hey, und an sich ist es mega spannend, mal auch in der Situation des Bedürftigen zu sein. Ist trotzdem nicht so geil. Deswegen, ich kann es nicht genießen, weil dann dauernd diese Unsicherheit mitschwebt, wie lange ich noch hier bin. Es ist auch gesellschaftlich, sozial, politisch und medial eine unfassbar spannende Situation gerade. Also, ich bin sicher, dass ich nach Hause komme. Ich werde nach Hause kommen, aber ich habe halt noch einen Job, den ich gerne anfangen würde am 1. April, wo ich wahrscheinlich auch gebraucht werden würde. Ja, Deutschland kümmert sich da schon drum. Die Frage ist halt, wann? Dass es jetzt alles so krass stressig wird und so ungewiss, das hätte ich vor ein paar Tagen auch nicht gedacht. Nie im Leben. Nie. Mein Flug geht eigentlich in 2 Tagen. Ich fliege erst nach Kolumbien und von Kolumbien nach München. In meinem Flugstatus von der Fluggesellschaft wird mein Flug angezeigt. Es gibt 3 Stück an dem Tag, die nach Kolumbien fliegen. Aber nicht auf der Seite vom Flughafen. Da werden nur die ersten 2 angezeigt. Und ich versuche wirklich 4 Stunden mit Avianca Kontakt aufzunehmen. Und immer wenn ich im Chat bin, dann es fängt an mit Platz 154 und ich arbeite mich vor bis Platz 2 oder 1 und dann BAM! Conversation ist beendet. Anrufen geht auch nicht. Und es macht mich so nervös. Also ich könnte das alles regeln, ich nehme einfach einen Flug vorher, dann warte ich zwar 12 Stunden am Flughafen und fahre dann erst nach Kolumbien. Und warte dann nochmal 7 Stunden, bis ich fliegen kann. Aber das ist dann auch alles egal. Aber diese Ungewissheit, ob jetzt eigentlich meine alten Flugdaten stimmen oder nicht, das nervt. Abgesehen von dem Fakt, ob ich überhaupt in Kolumbien reinkomme oder nicht. Also das ist ja auch, ich habe mich jetzt schon auf der vom Auswärtigen Amt in der Krisenmanagementliste angemeldet. Und Migration Kolumbien und heilige Scheiße, ist das alles kompliziert. Ich möchte einfach nicht in Kolumbien stranden, da habe ich keinen Bock drauf. Dann bleibe ich lieber in Costa Rica hier bei meinen Freunden, weil ich ja eigentlich eh nicht nach Kolumbien einreisen darf, nur im Transitbereich. So. Also das ist alles. Jeden Tag stündlich ändern sich die Informationen. Mittlerweile mehr als 100.000 deutsche Touristen im Ausland handeln. Nicht alle davon werden auf diese Rückholaktion angewiesen sein, aber wir wollen die Kapazitäten so aufbauen, dass wir möglichst viele mit den von der Bundesregierung gescharterten Maschinen nach Deutschland zurückbringen. Ich bin so beeindruckt von dem, was die einfach auf die Beine stellen können. Die können einfach mal 50 Millionen in die Hand nehmen und Flugzeuge dahin schicken, wo sie Deutsche abholen müssen. Und du brauchst nicht mal ein Ticket, wenn du in der Situation bist. Du zeigst einfach deinen Reisepass und du kommst nach Hause. Alter, Deutschland ist echt ein krasses Land, Mann. Dass sie das einfach so machen können. Ja, dafür zahle ich gerne Steuern. Auch für das Gesundheitssystem, dass es einfach funktioniert. Das ist. Noch nie habe ich so passioniert die Tagesschau geguckt. Aber ich wollte vor Unwissenheit jetzt auch nicht die ganze Zeit Trübsal blasen. Flug verschieben hat sich auch nicht gelohnt. Also haben Fabian und ich seinem Tätowierer des Vertrauens einen Besuch abgestattet. Und ich habe mir endlich mal
zwei bzw. zweieinhalb Tattoo-Wünsche erfüllt, die ich schon lange, lange Zeit hatte. Das eine war echt ein Quatsch-Tattoo. Das ist so ein Tattoo, das bereue ich heutzutage und das werde ich mir auch irgendwann entfernen lassen. Aber mein Gott, das gehört dazu, wenn man ein spontaner Mensch ist. Aber dafür habe ich das tollste Tattoo bekommen, was ich täglich noch anstaune und mich freue, dass ich es habe. Das ist das Viva la Vida Bild von Frida Kahlo, das ich im Jahr davor live in Mexiko sogar im Frida Kahlo Museum bestaunt habe. Ich liebe Frida Kahlo, ich liebe Wassermelonen. Let's go! I really like it. I love the colors. Is he my blood? Erstaunlicherweise war dieses Tattoo längst nicht so schmerzhaft wie mein anderes, was ich mir noch am Fuß habe stechen lassen. Denn einzelne Linien und da noch unten am Knöchel tun sowas von viel mehr weh als eine große farbige Fläche am Oberarm. Heilige Scheiße, hat das wehgetan. Als kleines Geschenk hat Fabian für seine Tattoo-Sammlung natürlich auch noch eins bekommen. Der letzte Tag wurde noch genossen. Everyone is infected here. Da hängt die gerade fest. Ja, die ist bestimmt auch schon wieder daheim. Und am nächsten Morgen hatte ich absolut keinen Schimmer, wie der Tag wohl enden wird. Komme ich überhaupt in den Flughafen in Costa Rica? Komme ich bis nach Bogotá? Bleibe ich in Bogotá stecken, weil mein Flug gecancelt wird? Was mache ich, wenn ich in Kolumbien strande? Wie komme ich nach Hause? Naja, was soll ich sagen? Ich bin der größte Glückspilz auf diesem ganzen Planeten. Ich glaube wirklich daran, dass wir Leuten nicht aus Zufall begegnen. Irgendwas oder irgendwie hängt alles im Großen und Ganzen zusammen. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass der Flug, den ich von Bogotá nach München genommen habe, der allerletzte Flug war, der geflogen ist. Alle anderen nach mir wurden restlos gecancelt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und der einzige Grund, warum ich genau dieses Flugzeug gebucht habe, mit dem Reiseziel München an diesem Tag, Monate zuvor, war Matze, den ich im Jahr davor in Israel getroffen habe. So, Jungs, so ist der Wund. Nein, noch nicht. Normalerweise, wenn ich einen Rückflug aussuche und kein festes Datum habe, wann ich jetzt genau wieder da sein muss, dann nehme ich den günstigsten Flug. So, Schluss aus. Dann nehme ich irgendeinen. Ob es dann 2-3 Tage mehr sind oder weniger, das juckt mich meistens nicht. Ich habe aber bewusst dieses Datum mit Flughafen München gewählt. Eigentlich wäre ich nach Düsseldorf geflogen, weil der schöne Mats und ich in dieser Bar gesessen haben und wieder mal das Lied Dance Monkey von Tones and I im Radio lief, was damals tot gespielt wurde. Und wir uns gesagt haben, hey, sag mal, vielleicht spielt die ja irgendwann in Deutschland. Und dann haben wir gegoogelt und Ende März sollte die in München spielen. Also haben wir gesagt, da gehen wir hin. Und er hatte auch schon Karten. Jedenfalls habe ich mich dann Monate später grob an diesem Datum orientiert, weil am Tag später wäre das Konzert gewesen. Und habe deshalb diesen Flug gebucht und nicht den eine Woche später oder 2 Tage später. Genau diesen Flug. Ich will jetzt die Spannung ein bisschen rausnehmen. Das Konzert hat natürlich nicht stattgefunden. War ich dankbar für diese Fügung. Angekommen in München habe ich noch nie in meinem ganzen Leben einen so leeren Flughafen gesehen. Das war wie eine Geisterstadt. Oh, spannend, spannend, ey. Puh. So, ich war zwar jetzt in München, hatte aber immer noch keine Wohnung. Mein neuer Job sollte in 2 Wochen anfangen und ich wusste noch nicht, wo ich dann lebe. Die nächsten Tage waren stressig, aber ich hatte eine sehr tolle, sehr witzige Online-Video-Chat-WG-Besichtigung unter Corona-Bedingungen mit Marvin. Und mit Marvin sollte ich bald unter einem Dach wohnen. Und ich hatte schon ein gutes Gefühl. Grippe, Pest und Cholera. Die Geschichte der großen Seuchen. Heute ist der letzte Tag im März und ich weiß, dass heute eine ganz tolle Zeit anfängt, weil ich umziehe. Mal wieder. Und ob sich dieses gute Gefühl bestätigte und wie es dann weiterging, das kommt in der nächsten Folge. Tschüss! Machst du schon? Ja!